Wie kann man Geld sparen und dabei Spaß haben? Das ist so ein bisschen das Thema, worum es heute geht. Es geht aber eigentlich nicht um das Thema an sich, sondern wie man das Ganze tut mit einem coolen Projekt, womit man Spaß verbindet und dann am Schluss einen coolen Effekt hat und zwar ein bisschen Kohle sparen kann, vielleicht für den nächsten Urlaub. Viele kennen es wahrscheinlich, viele haben zu Hause vielleicht auch so ein ähnliches Glas, wo sie einfach ihr Kleingeld reinpacken. Nun ist das hier das Glas, was ich seit jeher habe, habe es zwar nie leer gemacht, aber ich habe auch nie so wirklich souverän das Ganze gespart, dass es auch wirklich mehr wurde. Grundidee ist eigentlich so, dass man am Wochenende so das Kleingeld nimmt und packt es einfach hier in dieses Glas und kann es dann für den nächsten Urlaub einmal im Jahr vielleicht benutzen. Nun ist es aber bei mir persönlich so, dass ich das nicht so souverän mache. Man nimmt sich mal ganz gerne einen Euro dafür raus, um das Auto dann zu waschen oder. Viel besser würde das in meinen Augen funktionieren und speziell auf mich bezogen, wenn man da einen coolen Effekt hat. Wenn man was Cooles hat, was man cool benutzen kann, wo man dann das Geld reinwerfen kann, das vielleicht auch sortiert wird, es einen coolen Mechanismus hat und man halt einfach sieht, cool, ich freue mich schon beim nächsten Mal drauf, den Geldbeutel leer zu machen, damit ich es halt hier drin sparen kann. Mein Ziel für heute ist es also, was Cooles zu bauen, also ein bisschen schöne Zeit in der Werkstatt verbringen. Und ich will halt einfach was Praktisches haben, mit dem wir effektiv Geld sparen können. Und vielleicht kann ich dann dem einen oder anderen auch helfen, so ein bisschen besser sein Kleingeld zu sparen, wenn er halt eben möchte. Wir fangen jetzt an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht beim Nachbauen. Die Grundkonstruktion haben wir jetzt schon mal fertig. Hier diese einzelnen Felder repräsentiert das einzelne Fach für den jeweiligen Betrag. Das bedeutet 1 Cent, 2 Cent und so weiter und so fort. Wir wollen aber hier sowas haben, wo wir das Geld reinwerfen können und es dann noch passend aussortiert wird. Das ist so ein bisschen knifflig, da müssen wir auch ganz, ganz genau arbeiten, denn wir brauchen quasi für jeden Betrag einen passenden Durchmesser, damit der dann dort durchfallen kann. So viel in der Theorie, wir werden jetzt erstmal ein Brett herstellen, wo das Geld dann passend aussortiert wird. Ich zeige euch mal den Fortschritt. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Hier seht ihr diesen Sortierungsmechanismus. Es ist halt einfach so, dass halt das Geld nur dort durchfallen kann, wo die Öffnung groß genug ist. Das funktioniert auch bei den meisten Geldbeträgen. Relativ souverän. Und halt eben bei dem 50-Cent-Stück funktioniert es nicht so ganz gut. Jetzt ist es nämlich beim 1-Euro-Stück rausgefallen. Und jetzt ist es beim 50-Cent-Stück durchgefallen. Das bedeutet hier, dieser Filtermechanismus funktioniert schon eigentlich ganz gut, aber es ist viel zu aufwendig, hier diese ganzen Öffnungen ganz, ganz fein anzupassen, dass es auch bei allen Stücken immer gut funktioniert. Deswegen werde ich jetzt schnell noch eine andere Methode ausprobieren und schauen, ob die dann ein bisschen besser funktioniert. Komm, Vorführeffekt oder was?
Also das hier hat mich jetzt auch fast an die Verzweiflung gebracht. Ich habe das jetzt circa dreimal hier wieder neu gemacht. Das ist auch insgesamt die dritte Variante von diesem Ordnungssystem. Also ich hätte nicht gedacht, dass man da so extrem fein arbeiten muss, beziehungsweise so fein einstellen. Aber jetzt funktioniert es einigermaßen. Ja, die 15. Hoppala. Ich merke doch, dass ich noch ein bisschen was nachstellen muss, aber wir schauen mal, dass wir jetzt hier unten die Auffangbehälter auch mal endlich fertig machen. Also langsam bin ich so ein bisschen am Verzweifeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist, beziehungsweise dass man da so aufpassen muss. Ich zeig's dir mal. Katastrophe. Bevor ich euch das Problem hier zeige und wie ich es auch gleich lösen werde, noch eine kleine Information. Ich werde jetzt am Samstag, ich habe tatsächlich gerade vom Verkäufer die Nachricht bekommen, ich werde am Samstag mir eine neue Maschine abholen. Und zwar ist das dieses wunderschöne Teil. Ist es nicht schön? Wenn dich solche Maschinen interessieren und grundsätzlich, wie man mit Holz und mit Metall arbeitet, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Denn bald gibt es auch zu dieser Maschine ein eigenes Video, in dem ich dir mal zeigen werde, wie man so ein Teil benutzt und was man damit Schönes machen kann. Und das ist auch nicht die einzige Maschine. Ich habe da hinten noch eine wunderschöne Maschine stehen. Die ist so geil. Dieses schöne Teil. Ne? Ist sie nicht schön? Diese Maschine werde ich auch bald in einem eigenen Video mal vorstellen und zeigen, wie man die benutzt. Und deswegen würde es mich extrem freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Dann bekommst du nämlich von YouTube die Videos, die ich neu hochlade, dann auch eher vorgestellt oder in der rechten Seite angezeigt. Und dann musst du nur noch draufklicken. Oh, ich freue mich so. Neue Maschinen sind immer toll, aber nicht nur die Maschinen sind toll, sondern die Möglichkeiten, die man mit den Maschinen dann hat. Aber jetzt zeige ich euch mal dieses doofe, doofe Teil hier. Ihr seht, ich habe schon mit einigem Kleingeld das Teil ausprobiert. Und da haben wir das Problem. Hier diese Abweiser, die muss ich aus Hartholz machen, denn man glaubt das nicht, aber wenn so ein 5-Cent-Stück hier 100 Mal dagegen rollt, dann zerdrückt das so ein bisschen das weiche Birkenholz und dann funktionieren die halt eben nicht mehr. Und dann staut sich hier alles und dann funktioniert es nicht mehr. Also es funktioniert schon ganz gut, aber es funktioniert mir halt eben noch nicht souverän genug, dass ich hier halt mal 100 Münzen durchmachen kann und davon, sagen wir mal, 5 Stück nicht passend sortiert werden. Es sieht halt mittlerweile echt ein bisschen wie Kraut und Rüben aus, weil ich hier diese Abweiser jetzt an vielen, vielen Positionen schon wieder festgeschraubt habe, um das ein bisschen auszuprobieren. Aber das hier wird garantiert nicht mein schönstes Projekt. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei dir bei solchen Projekten ist, wo du so unfassbar oft Dinge neu anschrauben musst, ob du dann lieber das Ding fertig machst und dann nochmal eins komplett neu machst. Aber hier kann ich nur sagen, ich werde es fertig machen. Hier innen drin, das Teil wird man nicht mehr sehen. Ich werde es dann von außen ein bisschen hübsch machen, dass es dann trotzdem so noch ein bisschen schön aussieht. Aber hier innen drin, das war jetzt schon so viel Arbeit, das glaubt man wirklich nicht. Baut sowas mal nach und dann seht ihr, das ist locker eine Woche, wo man daran baut. Jetzt werde ich nochmal schnell hier diese Abweiser aus Hartholz herstellen und werde noch eine andere Geometrie, wenn man es so nennen möchte, anschleifen und dann mal probieren, ob es damit besser funktioniert. Leute, ich bin fertig. Ihr glaubt gar nicht, was das am Schluss nochmal wieder für ein Graus war. Ich werde euch das Ding jetzt aber mal in Aktion zeigen. Was ich auch mal an dieser Stelle sagen wollte, die meisten anderen Geldsortiermaschinen, die ihr auf YouTube seht, die haben nicht die komplette Währung, beziehungsweise die kompletten Münzen, die man halt im Geldbeutel haben kann. Die haben öfters nur die, die sich auch ein bisschen eher unterscheiden. Deswegen war das hier auch einfach extrem viel Aufwand, weil der Unterschied vom Durchmesser von den einzelnen Münzen teilweise echt ganz, ganz gering war. Ich werde jetzt mal ein bisschen Geld holen und ich werde das Teil euch mal in Aktion zeigen.
Ihr seht, das Geld ist sortiert. Hier haben wir die 20-Cent-Stücker, die 5-Cent, 10-Cent, 2-Cent, die 1-Cent-Stücker sind ganz am Schluss. Die Funktion von diesem Mechanismus ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst einfach den Durchmesser von euren Geldmünzen nehmen. Na, das Beste. Ne? Jetzt als erstes mal Kuna. Kuna ist übrigens genauso groß wie ein 2-Euro-Stück. Ihr müsst den Durchmesser von euren Münzen nehmen und braucht dann halt eben ein Stück Holz, was die Münze dann rausschmeißt. Das Problem ist halt jetzt eben, die Münzen sind teilweise echt relativ gleich groß, wie zum Beispiel beim 50-Cent-Stück oder bei dem 1-Euro-Stück. Da ist das wirklich nur ganz, ganz wenig, wo das Ganze sich unterscheidet im Durchmesser. Und jetzt seht ihr mal nochmal den Mechanismus in Aktion. Wenn dir das Projekt bis jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft nicht nur mir, sondern auch dem Kanal, dass es in Zukunft auch weiterhin Videos geben kann. Und vielleicht sehen es so ein paar mehr Leute und können das nachbauen und können so vielleicht ein bisschen entspannter Geld sparen für vielleicht nächsten Urlaub. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass manche Münzen so ein bisschen zerdeppert sind, denn als ich das ausprobiert habe, war es oft so, dass oft die gleichen Münzen immer dann falsch rausgefallen sind. Dabei sind aber andere immer richtig gefallen und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass vielleicht ein paar Münzen einfach ein bisschen verbogen sind. Es wird ja auch benutzt und das ist ja teilweise schon alles echt ziemlich alt. Von daher ist das hier wirklich vollkommen okay. Mich würde es sehr freuen, wie gesagt, wenn du den Kanal abonnieren würdest, dann verpasst du in Zukunft weniger Videos, weil sie wahrscheinlicher an der Seite von YouTube halt eben vorgeschlagen werden. Da musst du nur noch draufklicken, wenn dich das Thema oder das Projekt interessiert. Und ansonsten verlinke ich dir jetzt auf dieser Seite mal noch zwei weitere Videos. Ich bin raus, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.